herzlich willkommen zum nächsten Teil und wir machen jetzt hier mal weiter. Ich weiß gar nicht, wir gehen zur Rabenbande und bitten sie um Hilfe. Du warst jetzt ein bisschen schnell hier unten, die rote Zahl rechts unten in der Ecke, du musst ja abwarten. Ja, das weiß ich nie, ob die dann schon läuft, weil ich hier wieder Verspätung habe. Ah, macht doch nichts. Ja, Verspätung haben, das kenne ich, ja. Ja, der Joe hat jetzt auch noch ein Rätsel für uns. Ach so, hier, ja. Ein Satz. Bin ich das? Ja. So, als ob es jeden Moment umkippen könnte. Vorsicht, geht es Ihnen gut? Sie könnten sich ja kaum auf Ihren Beinen halten. Mir geht's gut, ich habe nur ein bisschen getrunken. Ich glaube, ich habe einfach die Wände zu lange angestarrt. Mir wäre es mit einem kleinen geistlichen Gefecht. Das bringt mich bestimmt auf andere Gedanken. Ein intellektueller Wettstreit? Nun, dagegen ist absolut nichts einzuwenden. Ah, 73. Tresenspiel. Der Hotelbesitzer Joe hat eure Kombinationsgabe herausgefordert. Auf dem Tresen befinden sich 15 Flaschen. Abwechselnd darf jeder Spieler eine, zwei oder drei Flaschen entfernen. Wer die letzte Flasche nimmt, hat verloren. Der Professor beginnt. Kannst du ihn gewinnen lassen? Oh, das ist ein ganz, ganz übles Spiel. Wer die letzte Flasche, können wir alle... Ach nee, wir können immer nur... Eine, zwei oder drei Flaschen. Also drei maximal. Moment, das ist ein ganz bekanntes Rätsel. Okay, immer nur drei. Eins, wie viele? 15 Flaschen. Im Prinzip müsste man jetzt gucken, wie oft man teilt in 15 Reihen. Und wer dann zum Schluss, warte mal. Gut, aber es ist auch die Frage, wie viel er immer auf einmal nimmt. Er muss ja nicht drei nehmen. Stimmt. Er nimmt jetzt eine. Ja, wenn ich jetzt auch wieder... Moment mal, wenn ich jetzt zwei nehme, er nimmt eine. Wenn ich jetzt jedes Mal eine nehme... Jetzt nimmt er zwei. Jetzt nimmt er zwei. Scheiße. Ich denke, wir müssen erstmal gucken, wie der tickt und dann... Wir können sie ja eh neu machen. Nach! Scheiße! Wie schade. Jetzt auch zwei. Zwei, eine. Ah ne, jetzt nimmt er drei. Ja, gut. Wenn wir... Ja, sag. Wenn wir am Ende 5 übrig lassen und er nimmt... Das haben wir auch schon wieder verloren. Jetzt sind wie viele übrig? Nein, wir haben verloren. Egal, wie viel wir jetzt nehmen. Wenn wir jetzt... Nee, wir haben verloren. Wir nehmen jetzt drei, nimmt jetzt eher eine und dann haben wir wieder verloren. Wir müssen so hinbiegen, dass am Ende noch zwei dastehen. Dann können wir noch eine nehmen und der muss die letzte nehmen. Ja, genau so. So, es nimmt er als... Zwei. Jetzt müssen wir... Nee, wieder verloren. Nee. Wir müssen zwei nehmen. Na, wieso? Er kann dann auch zwei nehmen. Und dann haben wir ihn wieder verloren. Ah! Jetzt haben wir wieder verloren. Ist das ein Arsch, Mann? So, wir nehmen als erstes zwei. Dann nimmt er eine. Ah ne, jetzt hat er zwei genommen. Wenn wir jetzt zwei nehmen. Und er nimmt eine. Eins, zwei. Jetzt hat er schon wieder. Also. So. Es ist doch zum Kotzen. Kriegen wir das hin. Ja, keine Flaschen kann ich auch nicht empfangen. Ich muss immer mindestens eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wenn wir jetzt drei nehmen,
sind wieder 5 da. Wenn wir 2 nehmen, sind 6 da. Also nehmen wir nur eine, oder? Er hat maximal 3. Ne, dann nimmt er 2. Ja, warte mal. Jetzt sind wir wieder bei 5. Drecksack. Okay. Nimm mal von Anfang an 3. Du hast bis jetzt immer nur 2 genommen. Ne, ich hab's auch schon mal mit 3 versucht, aber okay. Jetzt nimmt er wieder 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn wir jetzt 3 nehmen, haben wir 6. Nimmt er noch 3, dann haben wir 3. Ja, gut. Nimmt er eine. Und nimmt er 3, wir haben wieder verloren. Nee, wenn wir jetzt 3 nehmen, muss er... Achso, doch. Nee, ja. Ja. Ja, nee, jetzt hätten wir es gerade gehabt. Wieso? Hätten wir nur eine genommen, wären ja, noch 3 da gestanden. Ja, dann nimmt er 3. Oder 2. Dann nimmt er 2. Zwei nimmt... Ja, hier, jeder Spieler kann eine, 2 oder 3 Karten entfernen. So, er nimmt alle. Wir nehmen auch eine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt haben wir wieder 9. Mhm. Jetzt nehme ich einen, dann nimmt er, dann haben wir wieder 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nimmt er. Oh, Moment. Nimmt der eine jetzt. Oh, nein, was ist das? Wir haben wieder verloren. Freunde, das ist ekelhaft. Ja, schaffen wir schon irgendwie. Ja, irgendwie, irgendwann, irgendwo. Irgendwie. Das hat Nena auch mal gesagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wieder 9. Okay, ja. Wenn wir jetzt 2 nehmen, haben wir noch... Wieder verloren. 7. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, dann haben wir wieder 3, dann nimmt er wieder eine und dann haben wir wieder 5. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, acht, ja, 15 minus 2 sollte man rechnen können. Wenn ich jetzt 3 nehme. Jetzt sind wir wieder bei 9. Wenn wir jetzt... Wie viel hast du schon weggenommen? 3 haben wir schon mal weggenommen. Jetzt hat er... So. Wieder verloren. Freunde, wir werden das jetzt hier kurz mal cutten und dann melden wir uns gleich mit der Lösung wieder. Ja. So, wir sind wieder da, Freunde. Und nach langem Hin- und Herwerfen von Flaschen haben wir es geschafft. Wir nehmen 3 und er... Eine. Genau. Eine fordernde Aufgabe, ohne Zweifel. Er hat verloren. Kein Rätsel ohne Lösung. Perfekt. Das Wichtigste ist, mit 2 Flaschen zu beginnen. Danach stehen noch 13 Flaschen auf dem Tresen. Nun kannst du nur gewinnen, wenn du am Ende deiner Züge jeweils 9 Flaschen, dann 5 Flaschen und zum Schluss nur noch eine einzige Flasche übrig lässt. Ja. Das haben wir ausgerechnet und dann so gemacht. Ja, ja, ja. Sieh sich das einer an. Sie haben mich geschlagen. Das war sehr erfrischend. Vielen Dank. Also, worüber hatten wir uns vorhin unterhalten? Ach ja, die schiefen Wände. Wie auch immer, irgendwie ist alles seit geraumer Zeit wackelig unter meinen Beinen. Sicher steckt das Phantom dahinter. Ja, glaube ich auch. Mhm. So, das ist sehr schön. Wir haben nämlich hier 2 Rätsel entdeckt. Okay, das ist
Klingel. Ich will jetzt mal ganz kurz, bevor wir jetzt weitergehen, nochmal hoch in unser Zimmer. Oh, dieses Gerede immer, das ist... viel zu viel. Ja, eben. So, das ist halt unser Zimmer. Aber hier gibt es auch... Wer schläft mit wem in einem Bett? Das ist eine sehr gute Frage. Der Professor mit, wie heißt sie? Emmy. Und mit Emmy und ich mit der Maus, oder wie? Ah, da sagen wir uns, da sagen wir jetzt nichts zu. Wir denken uns unseren Teil. Wieder ein Geheimnis. Charlie. Wenn du mit der Maus in einem Bett schlafen möchtest? Nein, danke. Bin ja, ich das? Ja, Charlie, würde ich sagen. Hört mal, ich kann euch etwas über das Phantom erzählen, das sonst niemand weiß. Tatsächlich, junger Mann. Na, das klingt doch hörenswert. Nur zu, wir sind ganz Ohr. Ha, glaubt ihr, ich verrate euch mein Geheimnis einfach so? Oh nein, zuerst müsst ihr mein Rätsel lösen. Wie unerwartend. Brunnenwettstreit. Das Wasser dieses Springbrunnens fließt durch 13 Ventile. Eines Tages säubern A und B den Springbrunnen und denken sich dabei folgendes Spiel aus. Nacheinander öffnen sie ein oder zwei nebeneinander liegende Ventile. Derjenige, der das letzte Ventil öffnet, hat gewonnen. Schon wieder. Ach. Das ist auch genau dasselbe. A beginnt und öffnet zwei Ventile. Kannst du B helfen, das Spiel zu gewinnen? Markiere mit Hilfe des Touchpens die Ventile, die du öffnen möchtest und tippe auf den Knopf in der unteren linken Ecke. Wir haben 12 Ventile. Wie viele können wir... ein oder zwei nebeneinander... Ach so, okay. Ah. Okay, ich immer maximal 2. Ja, ja. So, jetzt hat er... Ach, nur immer noch 2 nebeneinander liegende. Ja, ja, jetzt mach... 2... Ne, 1. Macht er 2. Jetzt mach ich das. Ja, okay, so geht's auch. Ach nee, das ist ja... Wir müssen jetzt andersrum denken. Nee, wir müssen andersrum. Ach, wir müssen als Letzter. Ja, dann hätte meine Theorie doch geklappt. Naja. Okay, nochmal. Vielleicht... Vielleicht macht er ja dasselbe. Er macht dasselbe. Ich brech ins Essen. Ist ja... Okay, dann ist es einfacher als das Letzte. So. Jetzt... 2. Oh ne, jetzt kann er wieder nur 1 öffnen. Oder warte mal. Ja, wenn er nur 1 öffnet, machen wir 2 auf. Ne. Wir müssen doch als Letzter 1 aufmachen, oder nicht? Ja, aber er hat gewonnen. Wieso? Wir machen jetzt 2 auf. Das geht ja nicht, wir können ja nur 2 nebeneinander liegende. Ach so, nebeneinander. Au. Wenn du jetzt hier, siehst du das? Das geht nicht. Wir haben ja, nur 2 okay. nebeneinander liegende. Drecksack. Ist das ein Drecksack? Ah, hat er schon wieder gewonnen. Wir müssen Plätze belegen, die er sonst nimmt. Ja, das... Wir haben jetzt... So, jetzt macht er die auf. Ist das ein Dreck, Mann? Es sind 2. Ne, jetzt nimmt er nur 1. Ja, hat er wieder gewonnen. Ja, okay. Ne, jetzt haben wir gewonnen. Nein, wir machen jetzt das auf und er macht das letzte auf. So, 2. Schon wieder gewonnen. Ah, da leg's mir am Arsch. Wir müssen
Naja, wir müssen. Ja, wir müssen zwei so, also zwei von so machen, ja. dass am Ende zwei einzelne sind. Na, da versuche ich ja hinzukommen. Jetzt hat er schon wieder gewonnen. Genau darauf will ich ja hinaus. Ach nee, ich hatte... Aber er macht es immer wieder gleich. Wir, er hat schon wieder gewonnen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Mach mal, wenn er als zweiten Zug, genau, die nimmt er ja normalerweise. Wenn wir die besetzen, die er normalerweise nehmen will, ja, muss er andere dazu nehmen. Dazu müssen wir erstmal wissen, welche er jetzt genommen hätte. Wenn wir jetzt nur eins nehmen? Ja, da hat er gewonnen. Jetzt nimmt er wahrscheinlich zwei. Ja, hat er auch wieder gewonnen. Nein! Aha, ich komme immer auf den falschen Knopf, Mann. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt ist wieder genau dasselbe. Wir müssen im Prinzip jetzt genauso denken wie vorhin, nur andersrum. Er. Na, er nimmt jetzt die 2. Das ist echt zum Kotzen, ne? So, er nimmt 2. Dann nehmen wir 2. Nimmt er 1. Wir, er. Scheiße. So. 2, 3, 4, 5. Ja, das ist... Ja. Als Zuschauer sieht das wahrscheinlich immer sehr einfach aus, aber wenn man hier wirklich drin hängt, das ist, Ja. Schon ein wenig knifflig. Ist das... So. 1, 2, 3, 4... So, jetzt macht er 2. Jetzt habe ich hier auch 2. Jetzt macht er einen da und einen da. Das ist auch schon wieder scheiße. Jetzt macht er hier 2. Mach ich da und er hat auch schon wieder gewonnen. Nee, aber warte mal, mach nochmal das von eben gerade. Da, nee, die ganz links und. Ja, ja, jetzt ist schon zu spät. So. Tja. Eins machen. Ach, da oben war noch eins. Scheiße. Das hat er auch wieder gewonnen. Ja, aber... Hätten wir jetzt... Guck mal, wenn wir 3 übrig haben, dann kann er entweder eins machen... Ja, aber das Problem ist ja, wir können immer nur nebeneinander liegen. Ja, ja. Ach, Scheiße. Das ist doch... Zwei. Nimmt er hier ein. Via er. Ist auch wieder scheiße. Das ist genau dasselbe Prinzip gerade wie eben. Nimmt er da ein. Ah,
Ist auch schon wieder. Jetzt haben wir 4. Ja, wenn er jetzt einen nimmt... Doch. Wenn er einen nimmt, dann können wir 2 machen, dann nimmt er wieder einen. Warte mal, wenn er... Achso, nee, ja. Dann nimmt er 2. Was ist, wenn ich jetzt hier die 2 nehme? Nimmt er da oben den einen? Ja, wie schade. Nee, genau, der 2. Ich habe ja echt schon alle Positionen durch. Ah, das kann doch nicht sein. 1, 2, 3, 4, 5. Die beiden, er, wir, er. Ja, wenn ich jetzt hier eben... Da, dann nimmt er hier 2. Das ist auch schon wieder scheiße. Das Problem ist, weil er direkt 2 nimmt. Aber bei den Flaschen hat er danach... Ja, ich glaube dann auch mal 2 genommen. Ja, da. Und das Problem hier ist, dass wir immer nur 2 nebeneinander öffnen können. Das ist das Problem. Sind der wahrscheinlich 2? Ne, auch nur einen. Ja, jetzt haben wir wieder diese Vierer-Konstellation. Wir, er. Anders geht's nicht. Also verloren. Was sagt die Zeit übrigens? Die Zeit, ja, ich guck gerade mal, aber sie hat noch nicht geklingelt, oder? Sagt hat sie schon? Doch, hat sie. Ja, Freunde. Also wir sind... Ja, das macht wir sind nichts. Schon ein bisschen Freunde, drüber. Wir sind hier wirklich nicht sehr weit gekommen und ja. Wir machen jetzt hier Schluss und auch Schluss für heute. Der gute Titan muss jetzt das Feld räumen. Ich werde die Teile bearbeiten, hochladen und dann sehen wir uns in den nächsten Tagen wieder hier bei Professor Layton. Ich hoffe mal, dass wir beide jetzt zusammen mehr Zeit dafür finden und dass wir dieses Let's Play Together dann auch vorantreiben können. Ja, das sehe ich genauso. Also in diesem Sinne sage ich NRW18 Adieu. Ja, und ich sag bis zum nächsten Mal und euer Titan Anno 21.